Also es war ja angekündigt, Bericht aus Brüssel, deswegen sage ich mal ein paar Worte dazu, was wir hier gerade so machen. Ich freue mich allerdings, dass der Bundesvorstand auch eine kleine Delegation, Besuchergruppe schicken wird, beziehungsweise ein paar Campaigner, die bei der Europawahl dabei sind, mich am Freitag besuchen kommen. Das wird natürlich toll. Und dann werdet ihr auch mehr Eindrücke mitnehmen können. Ja, diese Woche, was zum Beispiel auf der Agenda steht, sind die Verhandlungen um die TEREC-Verordnung. Terroristische Inhalte online sollen verhindert werden und wie weit es geht, darum wird gerungen. Bis hin zu Upload-Filter gehen die Forderungen der EU-Kommission und der EU-Regierung. Und da versuche ich natürlich in den Verhandlungen das Parlament zusammenzuhalten hinter seiner Position, die das abgelehnt hat eigentlich. Aber manche Fraktionen sind kompromissbereiter als andere, sage ich mal so. Deswegen habe ich jetzt mal gepostet heute, dass sich jetzt alle einbringen sollen, die sich mit dem Thema beschäftigen, und mal Gespräche führen sollen, um zu verhindern, dass da faule Kompromisse gemacht werden. Dann haben wir heute über E-Privacy geredet, hatte ich ein Gespräch mit Edri. Wie wir jetzt damit umgehen, dass der Rat das erstmal sich nicht einigen konnte. Ich finde es gut, denn das ist echt katastrophal, was die auf dem Tapet haben. Bis hin zur Vorratsdatenspeicherung. Die neueste Katastrophe war heute Nachmittag. Die EU-Sicherheitskommissarin kommt bei uns in den Innenausschuss. Ich stelle eine harmlose Frage, ob sie uns versichern kann, dass es keine Vorratsdatenspeicherung geben wird. Gehe davon aus, sie wird es nicht beantworten. Sie beantwortet es aber in dem Sinne, sie sagt, es braucht eine neue EU-Gesetzgebung zur Vorratsdatenspeicherung. Also total Katastrophe. Da müssen wir auch morgen was dazu sagen und hoffentlich kriegen wir das Video schnell raus. Vielen Dank an das Videoteam, das sich immer darum kümmert. Dann sprechen wir diese Woche über ETIAS. Das ist das elektronische Reisenden-Informationsanalysesystem. Da wird irgendwie ein Risikowert über alle Einreisewillige gebildet, anhand von allen möglichen Polizeidatenbanken, einschließlich polizeilichen Einträgen, die jetzt nicht wirklich harte Fakten sind, sondern nur zur Beobachtung und so weiter. Und das soll jetzt noch ausgeweitet und aufgebohrt werden, das System. Dann haben wir heute gearbeitet daran an den Tools für die Kommunikation mit euch. Zum einen ist geplant, dass mein Terminkalender mal öffentlich geschaltet wird, damit ihr so sehen könnt, was ich auch den ganzen Tag mache. Dafür haben wir ein Tool, was die Beschreibung der Events entfernen soll, weil die teilweise persönliche Daten enthalten. Und das läuft noch nicht. Hoffentlich kriegen wir das irgendwann mal an den Start. Dann will ich auch einen Antrag zum Laufen kriegen. Da haben wir uns heute drüber unterhalten und mein Team kümmert sich darum, mal bei dem Autoren Christoph anzufragen, ob er das für mich wieder aufsetzen würde. Der hat es ja erstmal offline genommen. Dann habe ich heute Entwurf einer kleinen Anfrage erstmals zur Diskussion freigegeben auf Discuto. Kennt ihr vielleicht das Tool? Mit dem könnt ihr selbst Text editieren bzw. Änderungsvorschläge machen, Fragen stellen, voten. Und das will ich in Zukunft dann eben bei allen Anfragen hoffentlich machen, um euren Input einzusammeln. Wenn ihr Anregungen für eigene Anfragen habt, natürlich auch gerne, aber hoffentlich wird es dann dafür auch Open-Antrag geben. Ja, und was ich heute am schwerpunktmäßig mit euch besprechen wollte, ist eigentlich die Sache mit den Abstimmungen. Wir hatten ja irgendwie das Thema, dass in der letzten Straßburg-Sitzung es um ein Dossier ging, was wir irgendwie für unbedeutend oder technisch hielten, wo es aber hinterher viele Diskussionen gab. Das war die Umsatzsteuerbefreiung von, ja, ich sag mal, allgemeinen Militäreinsätzen oder Leistungen da drum herum. Und da habe ich jetzt, ohne das groß zu problematisieren oder zu thematisieren, mich der Fraktion angeschlossen, die gesagt haben, ja, das soll der NATO gleichgestellt werden, macht keinen Sinn, das unterschiedlich zu behandeln. Finde auch, dass es da gute Argumente für gibt. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es so ein großes Thema ist, hätten wir das durchaus mal vorher diskutieren oder auch
da auch ein Meinungsbild zu einholen können. Und deswegen ist die Frage, wie können wir in Zukunft besser sowas vorher feststellen, was euch interessiert oder was euch brennt oder was kontrovers ist. Und wir haben so vorläufig überlegt, dass man die Abstimmungen, die halt in der Sitzung anstehen, so gegen Ende der vorherigen Woche, da stehen die meistens schon einigermaßen fest, halt irgendwie durchgibt an den Bundesvorstand, sei es an Sebastian oder wer auch immer sich drum kümmert. Und ihr müsstet dann halt irgendwie mal drüber gucken, ist das was Spannendes, was Interessantes, ist das was, wo wir uns einbringen sollen. Und ja, dann vielleicht identifizieren, welche Sachen dann diskussionswürdig sind. Aber da bin ich offen für eure Ideen und euren Input, wie man das am besten organisiert. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann seid ihr jetzt dran.